Ich hätte sie so gerne adoptiert, ohne Witz. Aber. Sollte wohl nicht sein. Aber ich würde echt gerne rausfinden, ob es da einen Tierbesitzer zu gibt. Den Hund muss ganz dringend irgendwer baden. Wir versuchen es einfach weiter. Das wird einfach nichts mit den Spenden sammeln hier, wa? Promoten wir mal ein bisschen unseren Zweck hier. Yay, Geoffrey hat sich den leidenschaftlichen Worten angeschlossen. Ich bin froh. Aber wir brauchen Spenden. Yay! Und wir kriegen sogar Spenden. Ich bin total begeistert. Können wir hier vielleicht auch noch irgendwen? Hallo, ich bin und ich möchte euer Geld. Leider ist mir mein Hund davongelaufen, den ich kurz. Vielleicht, wenn er noch keine Familie gehabt hätte, sogar adoptiert hätte. Aber das ist ja schon das zweite Mal, dass ich das versuche. Hund adoptieren ist hier einfach nicht möglich. Frinkishow, Kaja! Parnoquap Dufa? Wir sind mal ein bisschen nett zu ihr. Afflin Wadida. Oh, sie ist eine Katze, Freunde. Wir haben ganz viele Katzen. Shem, Spalagorbenehi, Plinny, Orb, Nurchel. Sehr hübsches Outfit hast du da. Deine Katze ist zwar auch irgendwie krank, aber. Weißt du, so ein bisschen. Spenden sammeln wäre auch nicht übel. Strum, Strum, Strum. Garsche, Garsche, Flagge! Ne, ich meine, wir müssen ja erstmal die Leute von uns überzeugen. So funktioniert Wahlkampf. Wow! Dankeschön, wir können wieder nach Hause gehen. Ach Gott. Ja, die meiste Zeit sollte ich mich um Ella kümmern, aber ich meine, wir haben ja nun mal auch noch einen Ehemann, der in seiner Politikkarriere auch noch ein bisschen weiter nach vorne kommen möchte und den können wir auch mal begleiten. Und ich finde es schlimm genug, dass dieser Hund, ne? Ich frage mich ja, ob der einfach kein Zuhause hat oder kein Herrchen hat oder ich weiß es nicht. Ich kann sowas echt immer ganz schlecht sehen. Man merkt es ja sogar schon bei Sims spielen. Das ist so, dass ich da. Boah, ich denke dann immer so, nein, der arme Hund und, ist krank. Und, ja, leider bin ich da wirklich so extrem. Auch so extrem, wenn mein Hund krank war. Ich habe immer so mit ihr mitgelitten. Ich glaube, ich habe sogar mehr gelitten als mein Hund. Also wenn die krank war, sie hat sich, ich glaube, zweimal eine Kralle abgerissen, weil sie gespielt hat im Winter und dann war der ganze Boden gefroren und ist irgendwo hängen geblieben und dann musste sie immer so ein, hat sie immer so ein Pushen angekriegt, so ein Schuh über die operierte Pfote. Ich habe aber so gelitten, ich dachte immer, mein Hund, mein Hund, mein Hund. Und meinem Hund ging es eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ah, mein Hund war eigentlich, glaube ich, tatsächlich sogar relativ gut drauf und ich hing da jedes Mal und dachte so, nein, mein Hund. So schlimm war ich denn tatsächlich, also. Hallo, warum wurde hier nicht gegossen? Du musst noch einmal gießen. Deine Frau hat es nicht gemacht. Bei deiner Frau bin ich nicht böse. Weil die ist schwanger. Das ist sie jetzt mittlerweile. Ja, sie ist im zweiten Trimester. Das heißt, wenn sie jetzt das nächste Mal irgendwann aufstehen sollte, sieht man tatsächlich sogar schon ein kleines Schwangerschaftsbäuchlein. Das finde ich sehr schön. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, weil ich quatsche die ganze Zeit. Da kriegt man so einen pappigen Mund von.
Da muss ab und zu mal so ein kleiner Schluck sein. Sonst kann man gar nicht weiterreden. Okay, aber bei dir haben wir zumindest das nächste Arbeitsziel erreicht, was sehr, sehr wichtig ist, damit du irgendwann mal auf Level 8 kommst. Spenden haben wir gesammelt, alles supi. Genau so soll das sein. Jetzt haben wir diese Skulptur... Nee, wir haben auch nichts, wo wir die hinstellen können. Ne? Da auf dem Schreibtisch will ich sie nicht stellen, weil da soll ja unser Kind irgendwo mal Hausaufgaben machen. Von daher... Ella trudelt sich im Bett herum mit ihrer dicken kleinen Kugel. Das ist sehr süß. Ich freue mich, warum sitzt diese Katze? Lacey, lass das! Sowas macht man nicht. Also Katze. Okay, er hätte jetzt auch nochmal abspülen können, aber wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Dann fällt mir eigentlich auch schon mal an, was er als nächstes machen könnte, denn wir könnten uns eigentlich mittlerweile echt mal eine Putzfrau leisten. Ach so, und die Rechnung müssen wir auch noch bezahlen. Wo ist unser Briefkasten? Hier ist unser... Da ist er sehr schwer rangekommen, was ich vollkommen verstehen kann. Steht ja auch nur mitten an der Straße. Ne, ich meine, da kommt man schon mal nicht so leicht ran. Hier fliegen auch noch irgendwelche Käfer. Das geht gar nicht. Hat Ella denn gar nichts gemacht hier? Mit der Katzenminze geht's gar nicht gut. Aber wahrscheinlich wegen den Käfern. Ach ne, die wurde noch nicht gegossen. Daran lag's. Jetzt ergibt das Sinn. Haben wir hier sonst noch irgendwo Käfer? Hier brummt doch noch irgendwo was. Hier, ne? Genau, gegen Käfer. Haben wir hier sonst noch irgendwo Käfer? Ich hoffe... Ja, Moment, hier vorne fliegen auch noch welche. Okay, aber sonst scheint es zu gehen. Das muss er jetzt mal machen. Ella hat ja gerade keine Zeit. Sonst hätte ich sie das ja machen lassen, aber die liegt ja im Bett mit einem dicken Plauzenbauch. Da kann man sowas nicht erwarten. Sehe ich durchaus ein. Von einer Schwangeren kann man sowas nicht verlangen. Und ihm tut es ja auch ganz gut, wie man sieht. Von daher, alles supi. Lassen wir das mal den Mann machen. Ah, Richter, lass das. Man lutscht nicht in... Na gut. Es ist nur Wasser. Das sehe ich nicht so eng. Das ist nämlich immer das Problem, wenn man dann das Grundstück verlässt. Die anderen Sims, die machen dann nämlich nur noch, was sie wollen und nicht das, was sie eigentlich sollten oder was man ihnen mal als Aufgabe gegeben hat. Das kann auf die Dauer tatsächlich dann ein bisschen anstrengend werden, zumindest für mich. Ich krieg da dann aber so einen leichten Föhn, so einen leichten Rappel. No, ich weiß. Du kannst dich gleich zu deiner Frau legen. Die hat immerhin dein Baby im Bauch, von daher... Obwohl, das ja nicht so ganz sicher ist. Das könnte auch von einem Alien sein. Aber dann haben wir die perfekte Ausrede, weil dann wurde sie einfach entführt. Da kann sie überhaupt nichts für. Ne, wenn man von so einem Alien entführt wurde, dann kann man nichts dafür. Das ist... Jetzt sind wir auch schon Level 2. Das ist doch super. Ja. Richter möchte Aufmerksamkeit. Hat er die Schale? Das ist doch schön. Nein, 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 nein. Wo war denn gesellschaftliche Verabredung? Plaudern mit. Ehrenamtlich reisen. Service engagieren, da. Halt! Muss, weil ich daneben geklickt habe, ernsthaft. Regelmäßige Haushaltshilfe. Wir sind jetzt schwanger, da brauchen wir sowas. Okay. Dienstag um 10:05 Uhr, das ist sehr schön.
Wenn man jetzt, wir sind jetzt schwanger, da braucht man eine regelmäßige Putzhilfe, ansonsten kriegen wir diesen Haushalt nicht fertig. Wenn das erstmal alles anfängt mit Windeln wechseln und dem ganzen Tülü, dann ist, ne? Ist unsere Katze gerade unter unser Bett gekrabbelt? Richter, du machst seltsame Sachen, wenn man dich lässt. Na, oh, da muss aber jemand ganz dringend aufs Klo. Ja, dann geh doch bitte ganz schnell aufs Klo. Jetzt sieht man auch endlich ein kleines Babybäuchlein, das gar nicht mal mehr so klein ist. Da sitzt die kleine Kugel. Ich finde das sehr süß. Ja, sie fühlt sich ganz elend, aber sie ist drittes Trimester in 3 Stunden. Oh Gott, und dann geht's los auf. Ah, es kann jederzeit losgehen, es kann jederzeit kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Phase, die ich eigentlich auch immer sehr schön finde. Dieses, ah, es kann jederzeit losgehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann dauert es tatsächlich gar nicht mehr so lange, von daher. Ja. Oh Gott. Das ist ja nur auch was für dich hier. Das kannst du dann auch mal aufräumen hinterher. Ich fürchte, das sind die Hinterlassenschaften deines Ehemannes. Und deine Haushaltshilfe braucht noch ein bisschen, bis die hier ist. Aber es geht dir mit dem ersten Hub sofort besser. Ja gut, dass dir noch so ein bisschen Morgenübel ist, gut. Das ist normal. Da wühlt nämlich gerade wirklich jemand in deinen Innereien herum. Und sucht sich Platz, wo er liegen kann. Ja, und wenn man dann was isst, dann hat man auch irgendwie nicht so wirklich Hunger, sondern möchte gleich wieder kotzen. Arme Ella, ey. Die hat es gerade auch echt nicht einfach. Da musst du es schaffen, dieses Kind 3 Tage großzuziehen, ne? Bedenkt man, dass du in 14 Tagen älter wirst, ist das eine ganz schöne Herausforderung. Ich frage mich halt wirklich, wie man mit kleinen Kindern diese 100-Baby-Challenge schaffen soll. Was brauchst du da für eine Riesenbude? Die müssen ja auch alle Betten haben, die musst du ja auch alle irgendwo unterbringen, und hast du nicht gesehen. Hey, hey, hey. Das kann ja dann echt lustig werden. Der ist großartig und der ist gut. Man sieht aber schon, dass der hier ein bisschen buschiger ist als der hier, ne? Ach ja, ich weiß. Was mit deinen Katzen los ist, weiß ich allerdings nicht. Die sitzen hier eigentlich irgendwie nur rum und... fühlen sich unwohl. Was ich aber wieder nicht so richtig verstehe, weil sie haben ein benutzbares Klo, sogar ein Doppelpack. Sie haben überall Futter, sie müssen es nur alles irgendwie benutzen. Und irgendwie manchmal wollen sie es nicht so richtig. Was hast du jetzt vor? Achso, dich beschäftigen. Yay, ich bin einmal da durchgelaufen und ich laufe auch noch einmal wieder zurück. Nein. Was ist denn los mit dir? Hä? Achso, sie muss wirklich nur aufs Klo. Ich fürchte nämlich tatsächlich, dass das, beziehungsweise Richter muss einfach nur aufs Klo. Ich fürchte nämlich tatsächlich, dass das, der Knackpunkt ist. Thomas kann jetzt in Elternzeit gehen. Der geht, den Scheiß geht der geht arbeiten.
geht's immer noch nicht besser. Was ist denn mit meinem Kätzchen los? Verflixt nochmal. Und zwar gleich wieder mit allen dreien. Reicht ja nicht, dass eine dann irgendwie was hat. Nee, es müssen ja alle kriegen. Dabei hat Mutti so viel zu tun. Na, sieht man ja. Und sie wird jetzt Mutti, das ist... Ich darf sie jetzt so nennen. Ella fühlt sich sehr wohl mit ihrer runden Kugel. Ist gerade sehr glücklich. Oh, wir sind schon im dritten Trimester. Entbindung in Fragezeichen. Wir entbinden halt einfach irgendwann. Wenn sie mit den Runden, wenn, also wenn wir mit dem Gartenarbeit, mit der Gartenarbeit durch sind, ne? Also so mit. Wir haben volles Level und so, also dann, brauchen wir auch einen Gärtner. Und du pennst immer noch. Junge Nedo. Es ist mittlerweile, es ist 9:30, steh mal auf. Wenn sich schon sonst, wenn sich Ella irgendwie schon nicht um die Katzen kümmert, dann kannst du es wenigstens. Lacey. Lacey ist auch eine von denen, die es nicht so gut geht, auch wenn ich keine Ahnung habe, was mit dir los ist. Aber das kannst du ja vielleicht gleich einfach mal rausfinden. Mit Hunger, aber hier gibt's doch... Oder haben wir uns jetzt an das gute Essen hier gewöhnt? Das kann es natürlich auch sein, ne? Hier gibt es mehr als genug zu essen. Ich bin auch Hunger. Was ist mit diesen Katzen los, ey? Die gewöhnen sich alle viel zu sehr an das gute Essen hier, habe ich das dumme Gefühl. Wer bist du denn? Ach, das sind meine Haushaltshilfe. Warum tut der mein Essen weg? Warum tut dieser Mensch das? Das wäre eine merkwürdige Haushaltshilfe. Der soll doch nicht mein Futter wegtun. Nee, komm, ich stell dir gleich was hin. Und dann... Das wirst du mit Sicherheit mögen. Ich weiß, du hast Hunger. Und guck mal, ich habe dir was sehr, sehr Leckeres gemacht. Da steht's, da. Lacey, da. Geh essen. Das war jetzt blöd. Das soll ja hier rumstehen. Damit meine Katzen da auch rankommen. Du Trottel. Was ist das für eine Haushaltshilfe? Die ist ja eine Katastrophe. Stellt mir die ganze Zeit das Futter für die Katzen weg.
Siehst du, Mizi, hier steht jetzt ganz viel zu essen rum. Du musst nur noch hingehen. Na, was ist denn mit Emilia los? Emilia will eine Runde mit Lacey schmusen. Ja, wenn man erstmal anfängt, die Katzen zu verwöhnen, ne?